Willkommen zurück bei Harry Potter. Hogwarts Legacy Snape Edition Part 51. Wir haben eine ungelesene Eulenpost. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, das soll weggehen. Ah, hier ist ein neuer Brief von ihr. Ah, jetzt Tierwesen züchten. Ja, komm, das machen wir doch. Aufträge, und zwar Bombarder würde ich auf jeden Fall lernen. Und ich würde gerne mit Diek reden. Hä, wo ist denn jetzt das? Entweder mache ich das oder das oder das oder das mit der. Komm, wir machen jetzt die Aufgabe und lernen Bombarda. Oder nee, ja doch. Eine lila Kröte fangen. Das heißt für mich. Wo muss ich hin? Natürlich direkt zwei fangen. Weil ich nämlich ja immer ein Männchen und ein Weibchen möchte. Ja, aber auf Bombarda habe ich jetzt wirklich Lust. Rebellion. So, wo muss ich jetzt denn hier lang? Und die Truckel oder lila Kröte? Keine Ahnung, was näher ist, ehrlich gesagt. Ich glaube ja fast das hier. Oh, wartet, wartet, wartet. Wenn man hier was verkaufen kann, machen wir das natürlich. Aber es stimmt schon, dieses Spiel stresst einen mit den ganzen Quests. Ich kann Ihnen nicht genug danken, dass Sie mir meine Karren gebracht haben. Oh, ich habe nichts zum Verkaufen. Ich habe gemalt wie besessen. Unglaublich, was einem solchen Elend ist. Irgendwie hätte ich das gedacht, ich könnte was verkaufen. Eine lila Kröte. Ja, ist noch ein Zeichen, dass ich mir lila Haare machen sollte. Von in dem Part und jetzt in dem. Also keine Ahnung, was da noch passiert. Sieht interessant aus. Revelio. Ein D-Truckle. So, erstmal heimlich anschleichen, dann. Ja, machen wir irgendeinen. Er ist auf jeden Fall männlich. Es wird immer schwerer, die zu fangen. Willst du mich verarschen? Ja, okay, dann muss ich die erstmal machen. Ich kann die ja gleich nochmal fangen. Aber greift mich einfach so ein Ding an. Weil jetzt sind natürlich alle Dings hier weg. Das geht ja gar nicht. So, dann fangen wir damit an. Ich glaube, das ist jetzt ein Männchen, aber ich muss gleich nochmal gucken. Tue dir nichts. Ein Männchen, dann brauche ich jetzt ein Weibchen. Rebellion. Den kann ich nicht. Ja, die sind schon schwerer zu fangen als die davor. Wahrscheinlich macht das Spiel das in so Stufen. Ruhig. Ich tue dir nichts. So, jetzt kann ich nur eben das machen, wenn ich schon hier bin.
Was hast du diesmal für mich auf Lager? Dann mache ich auch noch den Ort der Magie und die Bösewichte. Revelio. Ich scheine in Hoffnung nicht sonderlich. Confrinto! Revelio. Und wenn ich das habe, lerne ich Bombarda. Oh, jetzt juckt mein Arm, super. Confrinto! Revelio. Ey, wie viele sind denn da noch? Eigentlich mache ich gerade chillig nur Merlins Aufgabe. Incendio. 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 Wer auch immer das immer dieses Kritikus total ist, da. Es nervt mich ungemein. So, ich will diese Merlins Aufgabe jetzt gerade machen. Genau, die ist hier oben. Confrinto! Protego! Ja, ich weiß, ich bin hier schon bei der Aufgabe, aber jetzt hier. Confrinto! Revelio! So, hier sind irgendwo noch mehr. Revelio! So, jetzt mal gucken, wo hier noch was ist. Ja, das ist so ein Würfel. Revelio. Das ist keine Kugel. Wo ist hier noch eine Kugel? Wo? Hier, glaube ich. So, eben noch das hier einsammeln. Ey, das war nicht eingesammelt. Ja, jetzt müsste die aber... Revelio. Confrinto! Da wäre selbst Merlin stolz. Jetzt aber. Revelio. So, jetzt machen wir noch die, den Ort der Macht. So, wo geht das jetzt hin? Eins, zwei, da rein, da und da. Okay, fangen wir mal. Okay, ist hier weiter unten. Oh. Ach hier. Ja, egal, machen wir erstmal das. Confrinto!
So, ich denke hier. Ja. So, da muss man wahrscheinlich hier hoch und diesen Weg darüber laufen. Boah, und das alles im Schnee. So, und jetzt muss man hier hoch und dann hat man, glaube ich, den höchsten gleich da. Und das Ganze ohne Besen. Oh, da muss ich jetzt gleich kämpfen. Ins Zentrum. Revelio. Ja, keine Ahnung, wann man da hoch sollte. Ich schnapp mir jetzt noch den Sack. Und jetzt geht's weiter. In diese Richtung. Jetzt muss ich noch zwei lila Kröten. Okay, ich bin angekommen. Ah! Nicht so schnell. Oh, scheiße, das ist genau in diesem Lila-Krötengebiet. Revelio. Okay, die Lila-Kröten sind aber nicht so schlimm. Levioso. Okay, die sind leichter als die Truckles. Jetzt habe ich eine männliche. Aufgabe erledigt. Revelio. Jetzt möchte ich noch eine weibliche. Die sind beide männlich. Was mit der? Auch männlich. Gibt es hier eigentlich auch weibliche? Die weibliche muss ich dann irgendwann nochmal suchen. Revelio. Dann gucken wir mal woanders. Wo sind noch Tiere? Wo? Knuddelmuffis, Nifflers. Ja, da einen will ich noch. Dann gucken wir mal da mal, ob wir noch eine weibliche finden. Ja, und ich sollte auch mal wieder Talentpunkte ausgeben. Ich weiß. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Oh, ich liebe das Spiel einfach, weil ich Harry Potter liebe. Und auch so ist es ganz spannend. Ja, die will ich. Nein, die will ich nicht. Kann ich Levioso wieder loswerden? Hier war doch irgendwo eine weibliche. Ich hatte gerade eine weibliche. Und dann... Ja, perfekt. Ich pass auf dich auf. So, jetzt gehe ich zum Tierwesenunterricht. Am Tag, also ich gehe da erstmal hin. Ah, und ich könnte noch eine Runde Archeo-Duell spielen. Aber wir machen erstmal diesen Tierwesenunterricht am Tag.
Wie ein Obdachloser wieder draußen geschlafen. Ich muss auch nochmal an Weihnachten in die große Halle, glaube ich. Um mir das anzugucken. Oh yeah. Aber jetzt ist, glaube ich... Jetzt muss wieder Tag. Hä? Ist jetzt wieder Nacht? Ja, jetzt ist Tag. Oh, wie süß. Ein Mondkalb. Sieht aus wie Nigel. Ausgezeichnete Arbeit heute. Sie können gehen. Oh, ich bin kein großer Fan von all dem Dung in diesem Fach. Okay. Sie sind wohl bereit für Ihren neuen... Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Ich bin bereit, Bombarda zu lernen. Gut. Ich muss Sie allerdings vorwarnen. Diesen Zauber sollte man nur aus gutem Grund wirken. Der Explosionszauber kann andere verletzen, wie Ihnen sicher einleuchtet. Oh nein, der kann andere verletzen. Bitte Vorsicht beim Zaubern. Hätte ich ja jetzt nicht mitgerechnet. Ich verstehe, Professor. Ich werde Sie beim Wort nehmen. Gut. Sie müssen die Zauberstabbewegungen präzise ausführen. Sie wollen doch Ihre Hand behalten. Also los. Schöne, gleichmäßige Stabbewegungen. Denken Sie daran, der Explosionszauber ist sehr unbeständig. Oh, scheiße, ob ich es schaffen werde? Ja. Ah! Doch nicht. Doch. Gut gemacht. Lassen Sie uns das jetzt in die Praxis umsetzen, ja? Probieren Sie es an den Kürbissen aus. Die armen Kürbisse. Die armen, armen Kürbisse. Aber den möchte ich da... Aber auf der anderen Seite, den hier möchte ich eigentlich auch noch benutzen. Ich glaube, den baller ich da rein, dann habe ich da halt weniger. Wo sind jetzt die... Nee, Bombarda will ich da... Ich verstehe nicht, wo die Kürbisse sind. Ich bin dumm. Bombarda! Ausgezeichnete Stabarbeit. Okay, die kann ich nehmen. Genau so sollten Sie jedes Mal zaubern. Sicher und souverän. Okay, dann gehe ich jetzt hier rein. Alohomora. Stoffstufe 2 kann ich... Ey, warum sieht das jetzt so komisch aus? Was ist denn hier los? Ist es viel kleiner als sonst? Die Farben sind total komisch. Ist irgendwas mit mir? Habe ich irgendwas genommen? Ist mein PC komisch? Reveal. Sehr geehrte Frau Professor Huen, ich wäre überaus glücklich, Ihnen jeglich übrig gebliebene Knuddelmuffa abzunehmen. Ich könnte es mitnehmen, wenn ich das nächste Mal eine Lieferung an das Schloss habe. Es hört sich an, als hätten Sie mehr als genug davon für Ihren Unterricht. Vielleicht können Sie ja sogar Zeit für eine Tasse Tee. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Sie einst einem Okami begegnet sind. Ich hätte nichts dagegen, diese Geschichte zu hören. Mir ist mal ein junger walisischer Grünling begegnet, als ich im Westen Krötenhaut gesammelt habe. Natürlich hätte es auch ein frisch geschlüpftes Wesen sein können. Es ist schwierig, das Alter einzuschätzen. Wie auch immer, das Leben mit magischen Tierwesen ist nichts für schwache Werfen, nicht wahr? Ich warte gespannt auf Ihre Antwort, Ellie Peak. Rebellion. So, wow. Was ist ein moderner Schulumhang?
Hässlich, 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 hässlich. Nicht so cool, wie man denkt. Was haben wir denn? Noch ein Demigeist. Jetzt chill ich in ihrer Hütte den ganzen Tag. Rebellion. War das das Klo? Nee. Das war irgend so ein Fake-Eingang. So, aber hier hinten rum. Ah, hier sind noch Truhen. Ah, in einem Gehege. Hallo, Homo. Wo man auch wiederum ein Schloss für braucht. Seht ihr, das sieht jetzt wieder komplett anders aus, habe ich das Gefühl. Oder sieht das gleich aus? Ey, ich muss nochmal nachgucken. Ich meine, ja, das war auch so klein, aber trotzdem. Gut, nächster Auftrag. Das Fohlen des Todes. Das machen wir nächste Mal. Wir gucken jetzt nochmal, ob wir vielleicht ja, hat funktioniert. Ja, das kann ich vielleicht auch mal ins Tierwesengehege bringen. Machen wir dann, wenn wir das nächste Mal zum Raum der Wünsche gehen. Dann war es das jetzt mal ein kurzer Part und bis dann, ciao.